Er scheint das Bad in der Menge auch in Tirol zu genießen. Frank Stronach. Mit dem Team Stronach will der 80-jährige Industrielle, Milliardär und inzwischen Politiker 2013 die politische Landschaft in Österreich und möglicherweise Tirol entscheidend mitgestalten. Die Neue Liste Tirol hat den Neopolitiker nach Innsbruck eingeladen. Politik auch heute wieder Themenschwerpunkt im Tirol TV Magazin. Frank Stronach präsentiert am Dienstagabend seine politischen Ideen, seine politischen Visionen in den Ursulinensälen. Herr Stronach, in Ihrem Alter könnten wir den Ruhestand genießen. Warum tun Sie sich Politik noch einmal an? Ich fühle mich nicht so alt. Ja. Ich habe jetzt eine gewisse Reife, sehr viele Erfahrungen und wir haben ein Gewissen. Und ein Gewissen sagt mir, ich soll da Zeit verbringen und das System in Österreich zu ändern. Sie wollen das System in Österreich ändern. Nächstes Jahr sind Nationalratswahlen. Auch in Tirol wird gewählt. Wollen Sie auch in Tirol antreten? Wenn ja, welche Leute würden Ihnen da vorschweben? Also das würde von den Tirolern abhängen und ich bin natürlich sehr gerne nach Innsbruck gekommen, um erstens einmal die Tiroler, die Leute kenne ich, aber es ist wichtig, dass die Tiroler mich kennenlernen und das Gefühl haben, wer ist der Frank Stronach? Ich glaube, ich bin einer für die normalen Leute. Gibt es irgendwelche speziellen Themen, die Ihnen bekannt sind, wo Sie sagen, da muss sich was ändern, da muss was Neues passieren im Land? Ja, pass auf, wenn eine Regierung wie die SP und die ÖVP für 50 Jahre nur immer Verluste macht und auch in guten Zeiten, da kann ich was nicht stimmen. Also da stimmt so vieles nicht. Und ich glaube, wenn man es anschaut, den Sumpf der Korruption und der Freundelwirtschaft, das gehört trockengelegt. Und das, glaube ich, können wenige machen. Ich glaube, ich kann das machen. Wenn Sie Ihre politischen Ideen, Visionen in wenigen Worten beschreiben würden, wie würden Sie es dann sagen? Was ist Ihnen das Wichtigste in der Politik? Ja, das Wichtigste ist, nicht meine Ideen sind aufgebaut auf Wahrheit, Transparenz und Fairness. Haben Sie einen persönlichen Bezug zu Tirol? Ja, ich war öfter Skifahren da, habe ein paar sehr gute Tiroler Freunde und ja, ich kenne Leute aus Tirol. Herr Stronach, vielen Dank. Wir werden ganz bestimmt in der nächsten Zeit noch von Ihnen hören. Gerne, freut mich hier zu sein. Danke. Frank Stronach zu Gast in Innsbruck.